Das wird echt lustig, hier rumzurennen. Gegen was müssen wir denn kämpfen? Oh, warte mal, wir holen uns... Oh, das ist schon... Wir holen uns mal eben hier unseren Loot, ne? Der runtergefallen ist. Okay. Mineralisches. Sehr gut. Das brauchen wir eigentlich bei allem. Ach, du ahnst es nicht. Du ahnst es nicht. Du ahnst es nicht. Hier ist auch noch Geschütze drin. Oh Gott, was passiert hier? Reaktorsicherheitskäfig, Secure Storage Room. Da sind Geschütze drin. 4 Geschütze sind da drin. Operator sind da drin. Ganz viel Material. Willst du mich verholen, Peopeln? Was kommt hier gleich? Sauron? Na gut, ich drücke jetzt erstmal den Knopf. Ich glaube, wir müssen ja erst da in den Raum rein, ne? Oh weh, oh weh, oh weh. Unlock, WB Uranus, WB. Ja. Okay, ich guck mal, was passiert, wenn ich da aufmache. Aha. Aha. Ja. Okay. Da komme ich auch noch nicht rein. Den können wir aber entriegeln. Oh Gott, ich weiß nicht. Gegen wen muss ich jetzt hier gleich kämpfen? Schön, du harmlose Musik. Was genau ist, hier was Schlimmes passieren wird. EMP-Ladung, Schrotpatronen, Anti-Rats kriegen wir auch noch wegen den Zystoiden wahrscheinlich. Nullwellentransmitter kriegen wir. Wir kriegen Medkit. Glukanister. Ja, hallo, Arena-Kampf. Leitfaden für Notfälle beim Reaktorbetrieb. Müssen wir unbedingt lesen und ich muss mich da strikt dran halten, weil wir den ja wieder hochfahren müssen. Auszug aus einem Leitfaden für Notfälle beim Betrieb der Superforge-Reaktors SFR202003 101676 Neustart-Initialisierung Sicherheitsschalter. Sicherheitssteuerungsschalter für alle Hauptbereiche müssen vor dem Einleiten der Reaktorabschaltung in die Position ausgebracht werden. Magnetosphäre, Substationsenergienetz, Photovoltaikringe, Gravitation, Lebenserhaltung, Hauptreaktor. Für alle Hauptbereiche auf, aus. Ach du Scheiße, Lebenserhaltung. Was ist, wenn... Oh Mann, das wird ja echt übel. Oh Gott, das wird so übel. Safety Switch, 1, 2. Das sind die, ne? Das sind genau 6 Stück. Oh, will ich. Ich will nicht. Hallo, ich gehe nach Hause. Ich nehme mir einen Shuttle und düse nach Hause. Ich hoffe, ich komme noch in den anderen Raum rein, ne? Ich habe zu wenig Ersatzteile damit. Kann ich Ersatzteile herstellen? Habe ich dafür schon einen Fabrikatorplan? Ich meine, sonst würde ich die... Kann ich Ersatzteile? Kann man Ersatzteile herstellen? Wenn das Spiel so großzügig ist, kommt der Schrecken sicher gleich hinterher. Nee, das ist. Das wird ein Arena-Kampf. Ich meine, guck dir das Gelände an. Das Gelände vom Reaktor ist riesig. Kann ich Ersatzteile selber herstellen? Dann würde ich nämlich natürlich den Dingsbums erstmal herstellen. Den Fabrikator. Oh
Gott, und man kann hier überall im Kreis laufen, runterspringen, im Kreis laufen, runterspringen, im Kreis laufen, runterspringen. Oh Gott, was? Oh, was, gegen was muss ich hier kämpfen? Was kommt denn hier noch? Warte mal, Fabrikator. Habe ich extra was mit. Nee. Oh Mann, warum kann man denn nicht einzelne Sachen suchen? Forschung, Statistik, Pläne. Pläne. Ah, ich kann sie doch sehen. Okay. Anzugreparatur. Warte. Glue-Kanister. Nein, nein, nein. Psy-Disruptor, EMP, Disruptor, Anti-Red, Anzug-Kit, Schrotflinte, Düngermix, Luftgemischregulator, Medkit, Waffen-Upgrade, Nullwellen, Transdingenskirchen, Recycler, Schrotpatronen, Q-Strahlen, Morgens Zündschlüssel, Kiegerin, Bolzenwerfer, Teifen, Glue, Q-Strahlen, Neuromod. Nee, kann ich nicht. Okay, kann ich nicht. Ja, das ist richtig doof. Wir haben zu wenig. Ne? Das heißt, ich muss mich für eine Sache entscheiden. Die Frage ist, ist es praktisch, den Gravi-Dings zu haben? Wahrscheinlich ja. Ja, ihr kleinen Scheißer. Weißt du was? Haben wir schon mal einen Dreier gemacht? Einen Dreierstoß, meine ich? Ich weiß nicht. Ja, ein Dreierschloss. Haben wir schon mal ein Dreierschloss geknackt. Oh, komm schon! Toss a coin to your witcher, oh valley of plenty, oh valley of plenty, oh. Toss a coin to your witcher, a friend of humanity. Begünstigten erschrocken. Kleiner Vorschuss. Vereinigung der Steuer. Vielen, vielen Dank für 5 Euro. Dankeschön. Okay, ja. Werde ich dem Finanzamt weitergeben. Dankeschön. Ja, schön. Jetzt habe ich wieder einen Ohrwurm. Danke dafür. Aber es ist ja ein schöner Ohrwurm. Okay, Operator, Passwort eingeben. Wir haben keine Passwort. Die können wir aber alle. Komm, das ist ein. Das sind aber Technik-Operator, ne? Okay. Was? Ableiter? Noch mehr Ableiter? Okay, dann haben wir, das haben wir jetzt einfach geknackt, also ob wir jetzt die Öffnung dafür gekriegt hätten oder nicht. Wir haben jetzt hier Geschütze. Aber ich befürchte, wir werden im Kreis laufen müssen. Okay, okay, okay. Dann würde ich trotzdem versuchen, lieber ein bisschen safer hinzustellen. Ich weiß nicht. Da können die doch eigentlich rüberschießen, oder? Oh, weiß ich nicht. Werden wir sehen. Ich weiß nicht warum, aber ich glaube, die Ableiter werden mal wieder wichtig. Ich glaube auch. Catherine, einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Ich glaube auch, dass die wichtig werden. Deswegen, wir haben oben noch einen liegen. Ich weiß bloß nicht, wo wir die gebrauchen werden. Ich denke mal hier unten, ne? Also ist die Frage, ob ich sie nach unten hole. Oh nein, ich kann hier nicht rein. Ich wollte hier eigentlich, Doch, das geht. Ich wollte hier ganz klug, wollte ich ein Geschütz hier platzieren. In der Hoffnung, dass es hier ein bisschen sicherer steht. Wo ist es denn jetzt? Oh ja. Automatisches Auslöschergeschütz 0.7.6 online. Näherungssensor Neustart. Ja, da steht es ein bisschen blöd, oder? Da steht es, glaube ich, ein bisschen doof. So, das ist besser. Einsatzbereit. Ja. Das ist gar nicht so schlecht. Das ist gar nicht so schlecht. Oh Gott, ich will nicht wissen, was wir hier raufbeschwören müssen, ey. Das steht schon mal gar nicht so schlecht. Wow, ja, die blöden Zystoiden. Ist ja gut.
Also wir haben aber immer noch Reparatursets. Das heißt. Wir haben jetzt sogar 5 inzwischen. Ja, was mache ich? Den Gravi-Lift reparieren oder den Fabrikator und mir lieber noch ein paar Sachen basteln. Ich denke mal, wir werden den Q-Strahl unbedingt gebrauchen. Wir haben zwar noch ein bisschen Ladung dafür. Allerdings habe ich jetzt auch wieder Angst, dass ich jetzt so Gewese darum mache. Und dann ist das so wie beim letzten Mal, als ich dann erstmal mit den Geschützen die Geschütze aufgewertet habe und dann so richtig so, oh, voll vorbereitet und ich muss sie strategisch platzieren und ich weiß auch nicht. Und dann war es vorbei. Da haben wir einfach selber die Schlacht geschlagen. Ich weiß nicht, warum ich jetzt hier noch eins hin. Charakteranpassung benötigt. Scanne Ziel, kein Teilchenmaterial. Brauchen wir das hier eventuell? Nee, sieht nicht so aus, ne? Ich hole jetzt nochmal eben den Ableiter runter. Ich hoffe, dass das korrekt ist. Aber vielleicht auch nicht. Vielleicht ist es nicht korrekt. Vielleicht hole ich ihn jetzt hier. Ja, die sind die Zysoiden. Sehr gut. Nee, ich hole ihn jetzt nicht runter. Nachher muss ich da alles nach oben bringen oder sowas. Haben ist mal besser als brauchen. Ja, definitiv, auf jeden Fall. Aber ich habe jetzt auch nicht mehr genügend Reparatursets, um die aufzuwerten. Jetzt ist die ganz große Frage, was haben wir denn überhaupt noch an Sachen? Ich muss jetzt mal mich entscheiden, was ich repariere. Erstmal können wir das hier zerlegen. Zerlegen, ja. So, einmal sortieren. Wir haben 416 Q-Strahlen, wie auch immer. Wir haben 31 Schrot, wir haben 35 9mm. Ein bisschen Glue. Ich würde ja fast sagen, dass wir dann doch den Fabrikator reparieren. Oh, hätte ich mal nicht alles in die Geschütze da vorhin reingesteckt, ne? Schwierig. 20 Waffen-Upgrades, lohnt sich da noch was? Ich gucke gleich mal eben nach. Es kann sein, dass ich vorher... Ich gucke vorher mal eben nach, weil es kann sein, dass wir dafür eine weitere Technik eventuell freischalten müssen. Also nochmal mit Neuromods. Inventar, warte mal. Dann nehmen wir natürlich hier... Nein. Den hier verbessern. Können wir nicht, wir brauchen LabTech 2. Okay. Wäre eventuell von Vorteil, LabTech 2 freizuschalten. Wie sieht es mit der hier aus? Die ist da. Feuerkraftmäßig ist sie schon. Munitionskapazität, ja, könnte man machen, aber das ist nur eine mehr. Und wir laden schon relativ schnell nach. Also 175% Nachladegeschwindigkeit ist schon genial. Ja, ich glaube, dann hole ich mir lieber LabTech 2. Ne? Kann man die hier noch großartig verbessern? Auf 16 ist schon, ne? Magazinkapazität. Reichweite. Ja. Die können wir definitiv empfohlen. Jetzt haben wir 30 Meter Präzision. Wäre auch nochmal nice. Ja, wir haben so viele Waffen-Upgrades. Je präziser die Waffe, umso besser ist es dann, ja. Okay, vielleicht nochmal auf 35 Meter. So. Alles klar, pass auf. Bevor ich jetzt noch weitermache... Techniker, LabTech 2. Kostet mich 6 Neuromods. Wir haben 20. Nehme ich sowas von mit. Und dann werden wir jetzt nochmal eben den Q-Strahl verbessern. Auf mehr Leistung. Stärke erhöht. Auf 75. Ja. Bewegungsgeschwindigkeit ist mit der Waffe dann, ne? Nachladegeschwindigkeit ist, glaube ich, nicht der. 145. Und auf 8 Sekunden Schussdauer. Ja. Bewegungsgeschwindigkeit 75%. Es ist fast 100%, ne? Komm, was soll's. Ich bin halt großzügig.
Wir sagen schon, Roberto Blanco, ein bisschen Glow muss sein. Das fesselt den Feind von ganz allein. Ja, Glow ist natürlich auch prima. Können wir die eigentlich noch verbessern? Oder können wir die verbessern? Ja, klar können wir die verbessern. Oh, Glow für Change. Meter Nachladegeschwindigkeit wäre nochmal ganz gut, ne? Ja, ich überlege jetzt echt gerade, ich würde ganz gerne den Schrott loswerden. Also das Zeug recyceln, ne? Aber nützt halt nichts, ne? Ich glaube, ich werde den Fabrikator reparieren. Ach, warte, wir haben inzwischen 8 Ersatzteile. Okay. Ja, wir haben aber nicht so viel, was wir machen können. So, pass auf. Q-Strahlzellen, bitte. Q-Strahlzellen, ja. Erstellen, prima, gut gemacht. You can do it. Den Rest haben wir ohne Ende. Ja, wir könnten jetzt entweder nochmal den Recycler reparieren oder den Aufzug. 4 Stück haben wir noch. Die warten da so auf uns, die Zystoinen. Und ihr wartet bestimmt auch schon, ne? Ich weiß, ich bin da mal sehr zögerlich. Aber ich will auch mal gut vorbereitet sein bei solchen Sachen. So, jetzt brauchen wir eben das hier noch und das hier. Wir sind locker übrig. Alles klar, jetzt sind wir erstmal wieder voll. Also, wenn wir hoch wollen, können wir sowieso nur in die Richtung. Das heißt, wir könnten theoretisch auch einfach nur dann da die Treppen benutzen. Die können aber auch den Fahrstuhl benutzen. Also den Gravi-Lift. Ich würde sagen, ich nehme... Ja, komm, ich nehme das Recycle-Dings. Was soll's? Was soll's? Was soll's? Ich tu's. Okay. Treppen sind eh gesünder. Genau, ist gut für den Kreislauf. Ich meine, den werde ich sowieso gleich kriegen, den Kreislauf, aber davon mal abgesehen. Aber ich glaube, ich habe nichts weiteres zum Herstellen, ne? Doch, wir haben 8 Stück davon gekriegt. Oh ja, jetzt muss ich wieder entscheiden. Erstmal im Sortieren. Wir haben jetzt 616 Q-Zellen. Das ist, glaube ich, vollkommen in Ordnung. Dann würde ich fast sagen, nochmal Schrot machen. Warte mal, Nullwellen. Oh, wie sehen die denn nochmal aus? Das ist ein EMP. Das ist der Recycler. Das sind die Nullwellen, ne? Nullwellentransmitter könnten wir, glaube ich, auch machen. Aber wir haben 9 Stück inzwischen wieder. Wir haben 9 Stück. Ist jetzt nicht so verkehrt. Dann würde ich fast sagen, einmal Schrotmunition. Den Rest haben wir auch. Schrot, nicht Schrotflinte. Munition bitte. Ach so, wie viel Glue habe ich denn noch? Ich gucke gleich mal eben. Schrotpatronen. Schrotpatronen. Das ist richtig. Wie viel Glue habe ich noch? 453. Wird locker reichen. Ich habe Angst. Ich tue es jetzt aber einfach. Ist egal. Komm. So. Deswegen haben wir auch Anti-Red gekriegt. Weil wir uns erstmal hier unten aufhalten müssen. Warte mal, das ist doch die Selbstzerstörung, oder? Stopp, das ist doch die Selbstzerstörung.
Das ist doch da, wo ich nachher die Selbstzerstörung... Das ist jetzt gerade gar nicht gut. Nicht aktivieren. Nein, 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 nein. Wir wollen ja sonst noch nicht die Selbstzerstörung. Wir wollen... Oh Gott. Nein, 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 das ist ja falsch. Wir müssen oben was machen. Richtig? Komme ich hier überhaupt rein? Komm, das können die Geschütze ja wohl machen, oder? Diese kleinen Scheiße. Die erinnern mich... Mensch, wie hießen die nochmal? Es gab mal... Oh, ich sollte jetzt nicht dem Geschütz in die Quere kommen. Okay. Ja, sehr schön, die Geschütze machen das. Wie hießen die nochmal? Es gab mal so einen Horrorfilm, war das, glaube ich, aus den 90ern oder sowas. Teilchenkontaminierung. Die Geschütze machen das. Sehr schön. Mensch, wie hieß das nochmal? Das waren auch solche komischen Fellbälle. Critters! Critters hieß das, glaube ich. Nee, nicht Gremlins. Nicht die Gremlins. Nein, nein, nein. Nicht die. Die auch, ja. Aber nee, nee. Critters hieß der. Das waren solche, die waren, glaube ich, so groß. Und dann hatten die aber so ganz fiese Zahnreihen. Das war. Geh auf Tür. Ups, sehr schön. Jetzt will ich die aber da eben nochmal ganz gerne. Ah, ja, ja, ja. Die sind weg. Jetzt sind aber immer noch welche drin. Mist. Hallo? Das zählt aber jetzt nicht. Okay, jetzt sind sie aber, glaube ich, alle weg. Hans, einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Ein bisschen Bumm zur rechten Zeit schafft frische Freude, Heiterkeit. Ja. Man merkt, ich will es immer noch nicht, ne? Aber es nützt nichts. Okay, ein Ableiter liegt hier. Der andere liegt da hinten drin. Und einer liegt noch oben, glaube ich. Oh, das wird lustig werden. Egal. Also, Zugriff auf Sicherheitsschalter. Warnung, nicht ohne Autorisierung starten. Ich bin die Autorität. Okay. Magnetosphäre, Substationsenergienetz, Photovoltaik, Ringe, Hauptreaktor, Lebenserhaltung. Gravitation. Oh. Warte. Stopp. Das muss ich mir fotografieren. Das ist nämlich eine andere Reihenfolge, als die Schalter da sind. Warum hat man die denn nicht in der richtigen Reihenfolge angebracht, die Schalter? Also erst die Magnetosphäre, dann die Substationsenergienetz, Dingensgedöns. Oh Gott. Oh Gott. Assas, einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Okay, also, erst die Magnetosphäre. Magnetosphäre. Substationsenergienetz. Was ist das für ein blödes Wort? Substationsenergienetz. Also Magnetosphäre, Substation, Photovoltaik. Hä, das ist doch eine richtige Reihenfolge. Nee, ist es nicht. Gravitation, Lebenserhaltung, Hauptreaktor. Das geht von außen nach innen. Wow. Also erst die und dann die. Okay, was soll's. Und dann auch wieder so aktiviert. Das ist so wichtig. Müssen vor den einen Sicherheitssteuerungsschalter für alle Hauptbereiche müssen vor dem Einleiten der Reaktorabschaltung in die Ausposition gebracht werden. Und dann sicherlich umgekehrte Reihenfolge, ne? Oh Gott. Drei von sechs Systemen. Reaktor Neustart einleiten. Reaktorabschaltung wird eingeleitet. Reaktorraum habe ich schon. Substationsstromnetz offline. Photovoltaikringe offline. Das ist eine so gute Idee. Offline. Magnetosphäre offline. Ah! Offline.
Oh nein. Oh nein. Nö, 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 nö. Okay. Reaktorinitialisierung unterbrochen. Warum? Notstromversorgung wird eingeleitet. Das war so klar. Connelly, der Idiot sollte die Ableiter schon vor einer Woche prüfen. Mhm. Alles klar. Morgen? Ja. Sie müssen die reparieren. Natürlich. Oder mit viel Glück nach einem Ersatz suchen. Wo ist denn der Ableiter? Also ich meine, die Abdeckung habe ich hier rumfliegen, aber wer weiß, wo die jetzt sind? Wir hatten gerade Schwerelosigkeit. Oh, hier oben ist eine Dingenskirchen. Ich will da nicht raus. Kann ich auch hier bleiben? Ich kann auch hier bleiben, ne? Okay, ich bleib hier. Alles gut. Reaktorinitialisierung unterbrochen. Ach, klar. So, wo müssen die denn hin? Mehrere Ziele. Das ist doch außerhalb. Wo sind die denn? Ebene 1. Ganz oben. Lebenserhaltung. Was? Nein. Warte, stopp. Hier stimmt doch irgendwas nicht. Ach so, das ist immer noch Michaela. Ja, ich kann Michaela aber nicht helfen. Ich hoffe, sie stirbt in der Zwischenzeit nicht. Ich kann ihr nur dann helfen, wenn ich überall rein kann. Neustart. Wir gehen mal eben den Neustart nach. Neustart ist da drin. Ableiter. Ich nehme meinen Ableiter mit. Ui. Ja, ja, ja. Kriegen wir hin. Ableiter entfernen. Und druff. Ich nehme den alten mit raus. Okay, jetzt aber? Oh. Okay, warte, stopp. Anti-Reds. Wird gleich wieder besser. Okay. Und jetzt Neustart fortsetzen. Bitte. Was? No! Nicht jetzt! Was ist hier los? Luftschleuser entriegelt. Arboretum Luftschleuser entriegelt. Wir haben's. Tommy Foe gifted a tier 1 sub to Ayers as 471. Und this den Luftschleusen. Aber da sind Spannungsschwankungen und Lecks in der Kühlmittelkammer. Passen Sie Neustart, auf dem Rückweg auf. Es könnte noch mehr beschädigt sein. Tobi, für Dankeschön für das verschenkte Abo an Assad. Tja, ich verstehe. Oh, Alex. Du hast alles zurückgesetzt. Die Talos 1 steht dir offen. Clever. Gewagt, aber clever. Gut, dass sich einige Dinge nicht geändert haben. Ich werde mich dir nicht mehr in den Weg stellen. Du hast es verdient, die Wahrheit zu erfahren. Alles. Komm hoch in mein Büro. Wahrheit. Das ist eine sichere Goldfische, das nicht. Hören Sie das? Egal, was Sie gemacht haben, es war übel. Wenn das eine Art Rache sein sollte. Strom läuft gleich wieder. Das heißt, der Aufzug sollte auch wieder gehen. Dankeschön für das verschenkte Abo, wollte ich ehrlich sagen. Genau. Oh Mann. Noch ein Reboot, sage ich meinen Usern auch immer. Outlook neu gestartet, Rechner neu gestartet. Oder noch besser, den Netzstecker nochmal. Ist der wirklich drin? In 80% der Fälle nach 10 Minuten dann, oh, geht wieder, okay. Überhaupt nicht. Ihr seid ja entzückend. Okay, Neustart abgeschlossen. Wir haben's. Das war's jetzt? Und ich habe deswegen so Gewese gemacht? Das ist mir unangenehm. Das ist mir mega unangenehm. Oh, warte. Du bist doch korrumpiert. Oh, da oben ist eine Leiche. War die vorher auch schon da? Warum sind jetzt hier korrumpierte Technik-Operator? Dann heißt es doch, dass wir einen... Haben wir einen Technopathen hier? Da bist du, du kleines Mistvieh. War doch so klar. Okay, ich habe mich doch nicht umsonst aufgeregt. Der benutzt aber gleich meine Geschütze gegen mich, ne? Du kleines. Ja, mein Geschütz ist auch im Arsch. Also hinüber, sorry.
Psst. Ja, der hat meine Geschütze. Keine neuen Daten. Der hat meine Geschütze. Q-Strahl, ne? Müssen wir aushalten können. Müssen wir einfach aushalten können. Okay, los geht's. Ja! Wow! Schwarzbild! Hallo? Ich hab das Spiel geschrottet! Ich habe mit dem Q-Strahl das Spiel gerade geschrottet. Also, ja. Schön, danke, Spiel. Sag mal, wir haben jetzt aber, jetzt inzwischen habe ich auch schon einige Probleme mit Prey gehabt. Na, ist ein bisschen ärgerlich eigentlich. Jetzt startet es natürlich wieder auf dem falschen Bildschirm. Dankeschön. Das Spiel abgeschossen, ja, in der Tat. Ich habe das Internet gelöscht. Reboot tut gut, sage ich da nur. Ja. Ach, komm schon. Hey, du bist doch heute echt schlecht gelaunt. Kann das sein? So, fortfahren. Jetzt warte ich mal, bis ihr wieder ein Bild bekommt. Ey, jetzt muss ich natürlich normal besiegen, ne? Ich hoffe, das geht, ohne dass das Spiel nochmal abstürzt. Das ist nur die Schwärze des Weltenhals. Ja, ich habe auch gerade eben echt gedacht, hast den Q-Schrei zu sehr verbessert, ja. Ich habe jetzt eben gerade wirklich gedacht, dass ich hätte jetzt irgendwas getriggert oder sowas, ne? Dass ich das Spiel jetzt abgeschossen habe, das hatte ich mir nicht gedacht. Du betrittst Kraftwerk und ihr habt immer noch kein Bild. Ich warte so lange. Also ich kann jetzt nichts, ich mache sonst lange auf Pause, wenn wir gleich da reinkommen ins Kraftwerk. So, jetzt erstmal lange Ladezeit. Aufpassen, wahrscheinlich ist er gleich wieder direkt über mir, ne? Ihr habt immer noch Schwarzbild. Pause. Wieso habt ihr jetzt immer noch Schwarzbild? Warte mal, dann mache ich das so wie eben. Warum auch immer das so funktioniert hat. Ich mache gleich nochmal eben einmal den hier anwenden. Bestätigen, dann nochmal den hier anwenden, bestätigen und ihr habt das Spiel wieder. Sehr gut. So. Warum auch immer das funktioniert, ich habe keine Ahnung.